Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, ein Gott. Amen. Christus hat immer mit Geist Gottes alles seine Lehre verkündet und auch alle die Heilung, die er geheilt hat für viele Menschen. Und jegliche Wunder waren es in Kraft der Heiligen Geist. Was wir heute gehört haben, deutet sich darauf, dass die Menschen waren überstürzt von diesem großen Wunder, dass es überhaupt möglich war, diesen Menschen zu heilen, der ein vollkommenes im Geist also und auch im Blick. Er konnte nicht klar denken, klar verhalten. Er war fast wie geisteskrank Mensch und auch blind und gleichzeitig auch stumm. Das heißt also, er konnte weder hören noch sprechen. Diese Krankheit deutet sich auf den ersten Sündenfall der Mensch. Wenn wir einen Rückblick schaffen, also wie es überhaupt zu dem ersten Sündenfall geschehen ist, da merken wir, es sind drei Dinge passiert, die auf diesen Krankheit diesen Menschen deuten. Erstens, bevor es die Menschen von diesem Baum gegessen haben, haben uns erstens darüber gedacht und überlegt und einen inneren Wunsch erweckt. Und dann war es dann der Blick auf diesen Baum und haben es gesehen, wie es also schön, wie wunderschön so dieses Baum oder dieses Frucht aussah. Und das dritte Punkt war es dann, kam es dann dieser Zwiegespräch mit dem Versucher, also ob sie erlaubt sind oder nicht und was es dann geschehen wird. Also diese drei Schritte sind passiert. Erstens, erwägt in sich, gedacht darüber und dann richtig darauf geblickt, also gewünscht und mit Sehen. Und drittens dann verhandelt und damit haben wir es dann erreicht, also Tod oder eine vollkommene Entfernung von Gott. Und jede Krankheit deutet sich darauf, dass der Mensch eine gewisse Entfernung von Gott hat. Und deshalb war es auch Christus da, um es das wiederherzustellen. Er hat lange Zeit gewartet, damit er den Menschen eine Möglichkeit gibt, dass sich selbst zurückkehren oder auch mit Hilfe irgendeinem anderen Heiligen das ermöglichen. Aber das war nicht möglich. Und deshalb war es das einzige Lösung, dass er persönlich kommt und den Mensch wieder heil macht, wieder gesund macht. Wieder einen vollkommenen Geist schenkt. Wieder eine Erkenntnis gibt. Eine Wachsamkeit schenkt. Und wieder nochmal also ein wahres Glauben schenken. Den gesunden Geist deutet sich darauf, dass der Mensch in seiner Vollkommenheit bereit ist. Den Sehen schenkt der Mensch, dass er immer ständig bereit ist. Bereit, Gott zu erkennen, ihm zu folgen und auch sich seine Schwäche zu erkennen und das zu verbessern. Und das Sprechen oder Hören, es ist ein Symbol oder eine Deutung für den Glauben. Und deshalb hat Gott immer im Alten Testament, während er die Israeliten sprach, er sagte, höre Israel. Oder Christus hat auch oft erwidert, wer Ohren hat zu hören, der höre es. Also, wenn ein Mensch bereit ist zu glauben, was ich euch sage, dann soll es glauben. Und darum ruft uns Christus heute und ladet uns und er sagt uns, er ist bereit, mit einer großen göttlichen Kraft uns zu heilen,
uns zu ermöglichen, dass wir vollkommene Menschen werden im Geist und im Körper und Seele und dass wir auch ständig Wachsamkeit bleiben, wach bleiben, ihm zu folgen, zu erkennen, unsere Schwäche und seine göttlichen Taten und auch an ihn zu glauben. Möge unser Herr uns helfen, ihm zu folgen, in Ehre sei und Heiligkeit.